bin gerade in der 10. Klasse und möchte nach dem Realschulabschluss noch mein Fachabi machen, sodass ich im Anschluss noch studieren kann. Ich wohne in Annaberg-Buchholz und möchte da nicht so weit fahren, beziehungsweise habe ich gar kein eigenes Auto. Daher schaue ich mal, welche Möglichkeiten es in meiner Nähe und Umgebung gibt. Also suche ich einmal Fach Oberschule Annaberg-Buchholz und da schaue ich mal. Erstes Ergebnis, Fach Oberschulreife am IAJ. Die haben sogar ihre eigene Website. Es gibt sogar dieses Jahr einen Tag der offenen Tür online. Das werde ich mir auf jeden Fall vormerken. Aber zurück zum Kontext. Ich möchte mich ja bewerben. Daher schaue ich mal unter dem Weiter Schule, was es da für Möglichkeiten gibt. Es gibt BVB, Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule, Erzieher und hier Fach Oberschule. Also schaue ich da mal, da sehe ich auch gleich hier die verschiedenen Fachrichtungen. Einmal Gestaltung, Gesundheit, Soziales, Technik. Ach und hier Wirtschaft und Verwaltung. Mensch, das klingt doch super und klasse. Gehe ich mal drauf. Welche Zugangsvoraussetzungen habe ich? Einmal gibt es da verschiedene Richtungen. Eine zweijährige Ausbildung in Vollzeit, also das heißt Klasse 11 und 12, wenn man einen Realschulabschluss hat. Das trifft zu. Oder eine einjährige Ausbildung, wenn ein Berufsabschluss vorliegt. Das trifft nicht zu. Also, welche Prüfungsfächer erwarten mich? Mathe, Deutsch, Englisch, Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen. Dann schaue ich hier einmal nach. Einzureichende Bewerbungsunterlagen. Es wird ein Bewerbungsanschreiben, ein Lebenslauf, Passbilder und Zeugnisse gebraucht. Alles klar, das habe ich schon alles fertig. Und nun kann ich mich sogar gleich hier online bewerben. Na, dann klicke ich doch mal drauf. Maxi Mustermann. Straße Musterweg in Annaberg-Buchholz. Meine Telefonnummer und zum Schluss noch meine E-Mail-Adresse. maximuster@web.de. So, welche Ausbildung möchte ich wählen? Und zwar die Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung. Ich hätte gerne eine zweijährige Ausbildung mit dem Beginn im Schuljahr 2021. Und ich würde mich über eine positive Rückmeldung freuen. Alles klar, weitere Angaben zum Schulabschluss. Beim Ausbildungsbeginn werde ich den Realschulabschluss haben. Bewerbungsunterlagen, sofern vorhanden. Also ich habe ein Bewerbungsanschreiben. Ich habe bereits meinen Lebenslauf geschrieben. Bewerbungsfoto habe ich auch und ich habe auch noch eine Praktikumseinschätzung bzw. Beurteilung. Das kann, denke ich, nicht schaden. Woher kennen Sie uns? Internetsuche. Und ich glaube, meine Freundin hat letztes Jahr auch dort ihren Abschluss gemacht, also Freunde und Bekannte. Gut, zum Schluss noch Datenschutz. Alles klar. Und noch die Sicherheitsabfrage. Und Mensch, es war ja relativ einfach.